Parteitag 2010 und wir starten heute in den Kommunalwahlkampf, in dem wir halt über OB-Kandidaten und Listen zur Stadtverordnetenversammlung und zum Kreistag entscheiden. Volker, wenn wir jetzt sagen, auch schon als Oberbürgermeisterkandidaten wollen, dann müssten wir eigentlich vorher sagen, wollen wir überhaupt einen haben. Richtig. Und dafür sollten wir eine Diskussion haben. Dafür eine Diskussion. Ja. Und wenn wir bei dem Punkt sind, würde ich vielleicht auch die Rolle einfach mal übernehmen, einen Antrag zu stellen, dass die Piratenpartei in Kassel sich bei der Direktwahl des Oberbürgermeisterkandidaten mit einem eigenen Kandidaten beteiligen soll. Wenn du einen Antrag stellst, dann stell ihn auch bitte vor mit allem drum und dran. Aber ich glaube, da können die anderen besser, oder? Nee, das ist ganz einfach. Ich möchte, dass wir entscheiden, dass wir an der Direktwahl teilnehmen wollen. Und es gibt halt, das ist ja mehr oder weniger eigentlich allen bekannt, der Olaf Petersen, der zur Bundestagswahl Direktkandidat war, als parteiloser oder unabhängiger Kandidat, ist halt in die Piratenpartei eingetreten, hat gesagt, er wäre bereit, das zu machen. Und insofern haben wir da halt eine Option. Wir können auch in der Runde heute nochmal fragen, ob es noch weitere Kandidaten dafür gibt. Aber es gibt halt auf jeden Fall Interesse aus der Partei heraus, an dieser Wahl teilzunehmen. Es gibt einen Kandidaten, den wir auf jeden Fall hätten. Und ich würde jetzt erstmal diese grundsätzliche Frage, Antrag stellen, über diese Frage zu entscheiden, wollen wir teilnehmen an der Wahl mit einem Kandidaten oder nicht. Dann ist Florian. Du würdest... Dann würde ich jetzt denjenigen, die diesen Antrag unterstützen und die dazu was detailgenauer was sagen können, noch bitten, erstmal wirklich was dazu zu sagen, damit für alle ein Überblick entsteht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Dass wir halt, also ich bin da halt großer Befürworter, dass wir das machen, einfach weil wir gesagt haben, Piratenpartei klar machen zum Ändern und wir wollen was ändern und es ist eine Mitmachpartei und jeder, der mitmacht, der soll halt, also wir wollen ja gemeinsam versuchen, da ein bisschen was zu verändern und da ein bisschen Transparenz und Mitbestimmung ins Rathaus zu kriegen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir halt jemanden als OB-Direktkandidaten aufstellen können, dann denke ich, sollten wir das auch nutzen und unterstützen und halt einfach als, ja, wir sind halt eine Partei und wir haben den Anspruch. Ins Bild holen. Wer möchte denn, dass wir einen OB-Kandidaten aufstellen? Also wer jetzt dafür ist, hier bitte die Karte. Das ist nur ein Stimmungsbild. Das ist nur ein Stimmungsbild. Das ist keine Verbindlichkeit. Das ist keine Fehler. Ja. Ja, das finde ich auch immer falsch. Wie viele sind es? Viele. Das ist ein Stimmungsbild, das muss man nicht ausdrücken. Genau. Die Debatte auch nicht. Viele. Ja. Wer ist denn dagegen? Du musst auch fragen. Nö. Wer dagegen? Einer? Also wen fragst du jetzt richtig? Ja. Wer ist dagegen? Zwei. Also ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal die fünf anderen Kandidaten angeguckt hat und weiß, für was diese Leute stehen. Es sind fünf Männer, die stehen alle durchweg für die gleiche Scheißpolitik in dieser Stadt. Und da ist ein Herr Böttinghaus, der sich immer noch so das Mäntelchen eines angeblich Linken drüber zieht, überhaupt keine Ausnahme, weil er ist ein knallharter Kapitalist. Er hat ein Reisebüro und er entscheidet natürlich wirtschaftsorientiert. Die ganze Politik geht in so eine, sage ich mal, Mitte-Rechts-Richtung, wofür die Kandidaten alle stehen. Es gibt überhaupt keinen Kandidaten, der mal hier andere Themen setzt und überhaupt mal eine andere politische Richtung anbietet. Wenn wir keinen Kandidaten aufstellen und andere Inhalte, für die wir auch stehen, in diese auch Oberbürgermeisterwahl anbringt. Ja, Mann, da kann man doch politisch gleich einpacken. Also wo ist denn bitte schön die Alternative? Und wenn wir das den Leuten auch noch klar machen können, dass es in dieser Stadt für eine OB-Wahl nur eine Alternative gibt, wenn die Leute eine Alternative wollen,
dann müssen wir Olaf wählen, beziehungsweise den Kandidaten der Piraten. Und ich denke, dann... Wir sind im offenen Kanal und die warten eigentlich nur noch, dass wir uns melden oder wer sonst noch kommt. Das werden alle fünf OG-Kandidaten, oder sechs OG-Kandidaten, wo wir sechs sind, dann hoffentlich heute Abend eingeladen. Und wer nicht antritt zum Kämpfen, wir machen wir brauchen wir eine Partei, brauchen wir irgendjemanden die Piratenpartei gegründet. Mit wem ich angefangen ist. Dann werde ich Kämpfer schon verloren. Fertig? Dann ist Sven. Das war ja. Das mag vielleicht so hinhauen, aber im Endeffekt sehe ich da immer noch eine taktische Sache drin. Ich habe mich vor zwei Wochen tatsächlich gefragt, wie ich wählen würde. Und zwar ganz ernsthaft, wenn ich für Kassel einen Oberbürgermeister wählen könnte und gesetzt den Fall, wir hätten den Piratenkandidaten. Und ich muss leider ehrlich gesagt gestehen, solange ich Mitglied bin und so sehr ich hinter den Idealen stehe, ich konnte mich nicht davon überzeugen, einen Kandidaten zu wählen, wenn ich dabei in Kauf nehme, dass andere, gerade die ich nicht dort haben will, dafür dann an die Macht kommen. Und das ist eine wahltaktische Überlegung. Meiner Meinung nach, gerade wenn man schlecht abschneidet und bei allen dabei sein will, ist es vielleicht eher der Punkt, dass man vielleicht auch als Spaßpartei angenommen wird. Nämlich ohne, dass wir die ernsthaften Chancen haben und ohne, dass wir die Erfahrungen haben, die wir dafür eigentlich bräuchten. Eine Personenwahl ist übrigens für die Piraten eine ganz neue Sache. Wir haben bisher, soweit ich weiß, noch in ganz Deutschland, noch auf der ganzen Welt keinen Bürgermeisterkandidaten gestellt. Ist kein Grund, das nicht zu machen, aber es ist vielleicht eine Sache, die man überlegen kann. Und insofern würden wir dort auch eine Vorreiterrolle spielen, wo ich nicht weiß, ob die so glücklich gewählt wäre. Aber ich will kurze Rede beitreten, also gebe ich erstmal weiter. Ja, dann bist du. Okay. Die Ziele der Piraten sind Ziele Freiheit, Bürgerrechte, mehr Demokratie. Das sind alles Ziele, die darauf abzielen. Wenn man diese Ziele verwirklichen will, muss man gesetzgeberisch tätig werden. Und das geschieht auf Bundesebene und das geschieht auf Landesebene. Das ist erstmal so der Kern. Insofern bin ich natürlich mal ein Vertreter der Kommunalwahl. Aber. Aber mehr Demokratie ist eines unserer Kernthemen. Und wenn Piraten das mit Leben ausfüllen wollen, dann muss man denen auch die Chance geben, das zu tun. Selbst wenn es nicht mit allen anderen unserer oberen Ziele übereinstimmt. Es ist ein wesentliches Ziel und dabei muss man die Leute unterstützen. Das ist meine Position dazu. Was ist du? Ich wollte auch nur noch mal die Frage stellen, gibt es denn in dem Fall überhaupt eine Wahl verlieren oder diese absolute Negierung, wenn wir zur Wahl antreten und selbst wenn wir nicht kommen, nochmal die Frage, ist das dann überhaupt ein Verlust? Das ist die Frage. Oder ist es eher, wir treten weiter in die Öffentlichkeit? Denn wir sind, wie Kai schon sagte, tatsächlich immer noch verschrien als die Spaßpartei. Und das wollte ich nochmal so den Leuten ins Gedächtnis geben. Also erstmal denke ich, klar, ich gebe dir recht, die wirklich piratischen Themen gehen nur auf Landes- oder Bundesebene. Nur um überhaupt jemals dahin zu kommen, brauchen wir eine Basis und müssen den Leuten beweisen, dass wir auch eine sachliche, inhaltlich vernünftige Politik bringen können, um überhaupt erstmal einen Vertrauensbonus in der Bevölkerung zu kriegen, um in diesem Maße wachsen zu können, um da Entscheidungsgewalt zu bekommen. Dieses geht nur auf kommunalen Ebenen oder halt bei Bürgermeisterwahlen. Ich denke, der Sinn und Zweck einer Partei ist es definitiv, oder unserer Partei, aber wie jeder andere auch, ist es definitiv, die Geschicke der Zukunft dieses Landes zu steuern. Und das geht nur, wenn wir an den Wahlen, die sich bieten, auch wirklich daran teilnehmen. Und dementsprechend stehe ich auf dem Standpunkt, jede Wahl, die sich in Deutschland bietet, die wir irgendwie über die Manpower abdecken können, sollten wir auch ausnutzen. Weil wenn wir das nicht machen, kommt auch immer wieder die Frage auf, gibt es die Piraten denn überhaupt noch? Weil man sieht sie nicht. Und selbst wenn wir irgendwo keine Möglichkeit haben, einen Wahlkampf zu führen, sollten wir trotzdem antreten. Weil dann sehen die Leute, wir können zumindest ein Kreuz drin machen. Ja, so nach dem Argument hier mit dem taktischen Wählen. Im Prinzip, wenn ich die Piraten will beispielsweise, dann riskiere ich, dass einer als ein Abgeordneter oder OB wird, den ich nicht haben möchte. Aber genau mit diesem Argument argumentieren auch die, ich nenne es mal, großen Volksparteien,
auf den Wahlen, und zwar egal, ob zum Bundestag, Landtag oder sonst wohin. Ich mir immer noch an die Wahlkampfreden erinnern, egal ob schwarz, rot oder was auch immer, hieß, wenn ihr die CDU verhindern wollt, müsst ihr uns wählen. Oder wenn ihr hier, oder andersrum, wenn ihr die SPD verhindern wollt, müsst ihr hier uns wählen. Das sind genau diese Argumente, die man immer wieder hat. Pass auf, ich komme aus dem Paketdienst, und wenn ich die Meinung von Sven vertreten würde, wäre ich nie angetreten als Bundestagskandidat. Und ich will euch mal den Grund sagen, warum ich eigentlich angetreten bin, weil überall hieß es, es ist alles scheiße und ändern können wir gar nichts. Und da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr mal richtig wählen, Leute. Ja, wen sollen wir denn wählen? Egal, was wir wählen, es kommt immer das Gleiche raus. Und das war der Jan noch, und habe ich gesagt, jetzt wäre ich Bundestagskandidat. Am Anfang haben sie alle gelächelt. Ne? Aber ich habe bewiesen, dass ich als einzelner Mensch also wirklich was ändern kann. Ich bin auf diese Wahlliste gekrabbelt und ich habe immer von 2 Wochen so viele Stimmen abgesammelt, dass ich Parteien hinten runterfallen lassen habe. Dann merkst du, und die meisten Leute sagen nur, wir unterstützen dich, weil wir das gut finden, weil endlich mal einer was tut, auch wenn er allein da steht, auch wenn er weiß, dass er verloren hat von Anfang an, aber ich habe was getan. Wenn man immer nur sagt, nein, das bringt nichts, ich will das aus taktischen oder dies oder jenen Gründen nicht machen, wird sich auch nie was ändern, so einfach ist das. Und das sollte sich auch jede Partei, wenn sie was ändern will, und deswegen bin ich bei den Paraden. Und ich hatte eine gute Presse, bei mir stand, ich bin der Abgeordnete für die Belange des kleinen Mannes und was weiß ich nicht, alles, was ja auch so stimmt, ne? Und ich bin zu den Piraten gegangen, obwohl die Linken an mir dran hingen und mich für den Bundestag eingeladen haben. Zum Tag habe ich alles abgelehnt, weil das eine offene Partei ist und weil man noch was machen kann und weil man mal wirklich beweisen kann, dass man auch eine gläserne Politik und eine Demokratie wirklich halten kann, indem man nämlich mal einfach die Leute ins Rathaus holt, anstatt sie vor der Tür stehen zu lassen. Das Problem ist, das musste den Leuten erstmal, die Leute mussten wirklich wieder an Demokratie gewöhnen. Und dafür sind diese Schritte eigentlich für mich da. Weil ich gehe ja eigentlich auch wieder, wie ihr alle der Meinung seid, in eine verlorene Wahl, aber ich bemühe mich. Und das sehen die Leute. Und man sollte das einfach als Aufbauarbeit nehmen, weil die gleichen Leute, die kommen dann auch zur Bundestagswahl, wo die Piraten ihre Themen wechseln wollen. Aber wenn wir nicht vor Ort sind, werden die uns auch nicht zur Bundestagswahl wählen. So einfach ist das. Und dann ist das, wenn wir gleichzeitig miteinander auf einmal zu argumentieren. Bisschen allein mittlerweile, von daher ein bisschen Rücksicht nehmen, danke. Also erstens zu Maria, ja, man kann eine Wahl verlieren, definitiv. So, dass sie dich in die Negativpresse zieht? Ja, definitiv. Ich versuche dir ein Beispiel zu geben, wo wir zumindest auf der Grenze waren, das ist mit der NRW-Wahl gewesen, mit 1,5 irgendwas Prozent. Das ist zwar meiner Meinung nach nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis, man kann sagen, man hat irgendwo das Ganze gehalten, aber stellen wir uns vor, das wäre noch schlechter gelaufen, was potenziell möglich gewesen wäre, und das Ganze wäre unter 1% gerutscht, ja, dann hätten wir die Wahl verloren, und das wäre auch so viel schlechte Presse, wie wir sie an anderer Stelle jetzt schon bekommen haben bei 1,5%, die nämlich uns als Organisation aufgegeben haben, weil sie der Meinung sind, dass es nicht genügend ist und dass man nicht genügend Einfluss über uns wirken kann. Insofern, ja, man kann eine Wahl auch verlieren. Wir sind hier aber noch bei dem ersten Versuch, oder? Das war dort auch der erste Versuch. Auch nicht aus den Augen lassen. Also, und gerade deswegen, weil es ein erster Versuch ist, kann der nach hinten losgehen auch. Ne? Wenn wir bei einer Sache oder auch bei der Kommunalwahl entsprechend schlecht abschneiden, dann werden wir sicherlich natürlich einen gewissen Ruf mitprägen. Und das kann immer auch nach hinten losgehen. Ist allgemein jetzt gar nicht mal als Gegenargument groß gedacht, das wollte ich immer so feststellen. So, was hat der Raphael noch gesagt? Da wollte ich was drauf antworten. Stichpunkt? Taktisches Wählen. Taktisches Wählen, ja. Ja, wir wollen ja auch keinen Wahlkampf betreiben, indem wir zur taktischen Wahl auffordern oder einen solchen Wahlkampf darüber zu betreiben. Aber jeder Bürger muss sich eine taktische Überlegung des Wählens machen. Und da gibt es gewisse Unterschiede, nämlich ob jemand die Möglichkeit hat, überhaupt reinzukommen, ob diese Prozente nachher in der Presse ankommen und ob nachher zum Beispiel die Parteienfinanzierung ankommt. Das sind auch Gründe, weswegen man taktisch ganz anders wählen kann und zum Beispiel uns Piraten zur Bundestagswahl wählen kann, denn uns bringt das Geld ein und führt auch nachher zurück. Ich finde, wenn es um eine Personenwahl geht, muss man sich nach Parteien verhalten, aber man muss gucken, welche Leute will man nachher wirklich dort oben machen. Das ist eine andere Kai hatte noch was gesagt. Gib mir mal einen Stichpunkt, was du gesagt hast.
Mir ging es darum, dass ich gesagt habe, wir müssen eigentlich bei jeder Wahl antreten. Ja. Nein, müssen wir nicht und tun wir auch nicht. Wir treten nämlich nicht für den Ortsverband Lofell, wir treten nicht für den Ortsverband Zierenberg an, wir treten nicht dort und nicht dort an. Dort überall müssten wir auch antreten, nach deiner Meinung nach. Ja. Und warum machen wir das nicht? Weil es keinen Menschen gibt, der kandidieren wird. Nee, das stimmt nicht. Wir hätten Kandidaten. Fragen frei. Ja, dann lasst uns doch da antreten. Ne? Bin ich auch bereit, wenn die Basis es stützt, bin ich auch bereit, mich dafür hinzustellen. Nur ich denke einfach, der Grund, warum wir dort nicht antreten, ist einfach der, mit dem Olaf haben wir einen Kandidaten, der auch vom Persönlichkeitsprofil, vom Alter, von seiner Vita her einfach auch einen glaubwürdigen Punkt hinbringt. Und ich selber habe einfach gesagt, ich trete für Zierenberg nicht an, weil ich mich einfach für die Bekleidung dieses Postens persönlich als Mensch zu jung fühle. Diesen wirklich glaubwürdig vertreten und es geht nicht darum, es geht nicht um eine Bürgermeisterwahl in Zierenberg, sondern um Ortsbeiräte. Also das, was jeder machen kann, auch sollte, wenn man sich schon zur Kreisland stellt. Ich denke, dass jeder, der der Meinung ist, taktisch gehen zu wollen, auf gar keinen Fall sein Kreuz bei der Piratenpartei macht. Wir sind einfach nicht jetzt irgendwie, ist der Unterschied so zwischen CDU und SPD und so und an der Piratenpartei hängt, sondern wir sind die, wo man ideell wählt. Und das sollte auch eigentlich so das Ziel einer Demokratie sein, sein Kreuzchen da machen zu können, wo man auch seine Interessen sieht. Und dafür sind wir da. Und deshalb sollten wir bei jeder gottverdammten Wahl antreten und auch den Leuten zeigen, dass wir eine eigenständige Partei sind, die in jedem Belange auch wählbar ist. Da ich keine neuen Argumente gehört habe in der letzten Diskussionsrunde, bin ich darum gebeten, das zu schließen und zur Abstimmung zu kommen. Jetzt bin ich sowieso dran. Und ich möchte mir gerne mal ein Stimmungsbild, ein Meinungsbild von der Versammlung. Wer ist dafür, dass wir einen OB-Kandidaten wählen? Wer ist dagegen? Also zwei. Nur eine. Und aus dem Grund würde ich gerne die Rednerliste schließen. Es kämen jetzt noch Kai und Volker. Möchte sonst noch jemand auf die Rednerliste drauf? Danach ist es zu. Ich muss mich draufsetzen, weil ich der Einzige bin, der noch gegen ist. Also muss ich das auch übernehmen. Ja, kein Problem, kommst du drauf. Also Kai, Volker, Sven. Danach ist Schluss. Okay, ist geschlossen. Dann ist jetzt Kai dran. Also ich denke erstmal, um auch... dass uns die Bürgermeisterwahl. Wir haben einen einzigen Außenseiterpunkt, mit dem wir wirklich die Chance haben, sogar bis in die Stichwahl vorzukommen. Und zwar, wenn wir es schaffen, dem Bürger klarzumachen, Leute, wir haben zwar keine direkte Demokratie in Deutschland, aber mit dem Olaf als Bürgermeister bieten wir euch über Meinungsbilder die Möglichkeiten der direkten Demokratie an, weil er die Meinungsbilder einholt. Und solange er seine Meinung dem Meinungsbild anschließt, haben wir sie hier. Das heißt, wir können die direkte Demokratie hier in Kassel leben und damit zum Vorbild vom ganzen Land werden, wenn es diese Möglichkeit gibt. Dann zum Punkt, das, was Sven angesprochen hat, Personalwahlen haben die Piraten noch nie gemacht. Wir haben Leute aufgenommen, die Bürgermeister sind, als unabhängige Kandidaten geworden sind. Wollt ihr die Leute im Stich lassen, wenn sie zum nächsten Mal antreten und sagen, wir machen keine Personalwahlen? Das können wir nicht bringen. Dann machen wir uns völlig lächerlich und unglaubwürdig und werden diese Leute ganz, ganz schnell verlieren. Und der dritte Punkt ist der. Wir stehen zwar für Themen ein und das ist richtig und wichtig, aber der Bürger in der breiten Masse sieht nicht die Themen als einzigen, sondern möchte diese Themen gerne mit einem Gesicht bekleidet haben. Das heißt, wir brauchen profilierende Leute in der Öffentlichkeit. Wir müssen Gesichter darstellen, die wiedererkannt werden können und diese Führungspersönlichkeiten langsam aber sicher aus unseren Reihen herausbilden. Und dafür ist es wichtig, in den Personenwahlkampf zu gehen. Dankeschön. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz anschließen an das, was Jörg Peter gesagt hatte. Irgendwie auch, also es ist ja tatsächlich so, alle Kandidaten, die bisher aufgestellt hat, sind irgendwie in der Stabe schon vertreten und sind halt in diesem politischen Umfeld, Küngel, wie auch immer, irgendwie schon drin. Und ich sehe es halt echt als große Chance. Also klar, es hat Risiken, vielleicht kriegen wir nicht viele Stimmen, aber es gibt halt auch auf der anderen Seite halt auch die Variante, dass wir wirklich viele Stimmen kriegen und dass wir wirklich gut abschneiden und dass halt wirklich ein Signal von dir ausgeht, hey, da wird mal wirklich was bewegt. Und wenn man mal guckt, irgendwie, wir können mehr Stimmen kriegen als der Häfner, wir können mehr Stimmen kriegen als die FDP, die sowieso gar keinen Kandidaten wahrscheinlich aufstellt. Und wir schaffen es vielleicht auch mehr Stimmen als der Berlin-Hausstil. Und dann stehen wir schon an Position 3. Und plötzlich ist die Piratenpartei halt wirklich eine ernstzunehmende Größe. Und ich glaube, es ist halt für die Stadtverordnetenversammlungsliste ist es halt nur ein Vorteil, wenn wir halt häufiger im Gespräch sind. Und
auch da sehe ich halt Chancen, dass wir besser als die FDP abschneiden. Wir können besser abschneiden als halt die anderen unabhängigen Listen und wir werden halt, wenn wir einen guten Wahlkampf machen, dann haben wir halt mit einem kompletten Antreten bei OB-Wahlen und bei der Stadtverordnetenversammlung eine Chance, halt eine wirklich ernstzunehmende kommunalpolitische Größe hier zu werden. Das ist Arbeit, aber da sind wir dabei und da haben wir auch gute Leute, die das schaffen. Dann möchte ich dir mit dem Vorwort das die letzte Möglichkeit geben. Fasse dich kurz. Weil ich muss als Besonderer sagen, du hast eh keine Chance. Aber und, du wirst wahrscheinlich leider es nicht schaffen, da ja, überzeugt, aber also keine halbe Stunde bitte. Nee, nein, werde ich nicht brauchen. Ich werde nur auf bestimmte Sachen nochmal versuchen einzugehen, solange sie nicht schon durch andere wieder totgelabert wurden. Ich muss sagen, dass die besten Argumente haben tatsächlich heute Volker, Michael und vielleicht Jörg Peter noch gebracht. Und von den eigentlichen fand ich die relativ dürftig, aber das nur so nebenbei. Die sind fast sogar schon überzeugt, warum man das machen könnte. Jetzt muss ich erstmal wieder anfangen. Stichpunkt. Ah ja, genau. Ich wollte noch eine gewisse Frage stellen. Und zwar, wie sollen wir, wenn wir nachher auf dem Infostand sind, diese Bürgermeisterwahl vertreten? Mit gutem Gewissen, mit Ehrlichkeit und ohne zu sagen, ja, wir machen das nur, um mehr Stimmen für die Kommunalwahl zu kriegen. Ist geschlossen, glaube ich. Ist geschlossen. Wird also keiner mehr beantworten? Gut. Wollte ich fragen. Nein. Oder? Nein, ist geschlossen. Rednerliste ist geschlossen. Er ist der Letzte. Ich wollte eigentlich noch was zu Kai sagen, aber das. Ach, vergiss das. Alles gut. Viel Spaß. Oder euch. Tja, folgen wir mal jetzt weiter. Na jetzt, also ich habe ja einen Antrag gestellt, ich fände es gut, wenn wir darüber abstimmen. Dann formuliere den bitte nochmal. Der Antrag ist, dass wir zur OB-Wahl in Kassel mit einem eigenen Kandidaten abstimmen und dass wir das als Kreisparteitag beschließen, dass wir das machen. Und über die Kandidatenfrage würden wir jetzt dann hinterher schließen. Also das ist halt nochmal, steht auf einem anderen Zettel. Ja. Wir wählen jetzt nicht Olaf schon zum Kandidaten, sondern wir sagen nur, wir wollen mit einem eigenen Kandidaten antreten. Okay. Dann fasse ich das nochmal zusammen. Wir möchten einen OB-Kandidaten aufstellen. Wer dafür ist, gibt die Karte. Jetzt bitte mal, du musst mal durchziehen, bitte. Gegenstimmen? 2 Enthaltungen? 1 Damit ist der Antrag angenommen. Dann stelle ich in die Runde die Frage, wer möchte sich denn zum Oberbürgermeisterkandidaten aufstellen lassen? Oder wer schlägt wen vor? Ich, da es ja eine sogenannte OB-Wahlfindungskommission gegeben hat, mache ich mich jetzt mal unerlaubterweise zu dem Sprecher dieser Wahlfindungskommission und schlage der Versammlung offiziell, also wir haben uns bemüht, einen geeigneten Kandidaten zu finden und wir finden, wir haben einen guten Kandidaten gefunden, der durchaus eine Alternative zu dem ist, was im Moment so über, die anderen Parteien anbieten. Und wir schlagen deswegen den Olaf Petersen der Versammlung vor. Sonst noch irgendjemand? Irgendein Vorschlag? Dem sehe ich nicht so. Dann sollten wir darüber abstimmen. Ich fände es gut, wenn sich der Olaf noch mal kurz vorstellt. Ja, ja. 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 Gut, gerne. 15 Minuten. Also, wer mich noch nicht kennt, aber ich hoffe, die meisten sind, kennen mich. Mein Name ist Olaf Petersen, ich bin 44 Jahre alt und komme hier aus Kassel. Ich bin normaler
Arbeiter. Ich arbeite bei den Diensten, also bei der HLG, also im Paketdienst, habe also sehr viel Kontakt zu Leuten und weiß eigentlich, wo hier in Kassel die politische Schieflage ist. Und das ist auch ein Grund, warum ich stelle mich eigentlich nur zur Wahl. Viele sagen, ja gut, du hast verloren, aber wenn man nichts tut, wie ich schon mal gesagt habe, wird auch nichts passieren. Und wenn jetzt hier irgendjemand noch Fragen an mich hat, würde ich mich freuen, die zu beantworten zu können. Okay, dann öffne ich eine Rednerliste. Fragen an den Kandidaten. Wie sollen wir nicht als Oberbürgermeisterkandidaten auf der Straße vertreten können? Also die Frage von eben, so dass du jetzt das jetzt auch jemand antworten kann. Und in dem Fall sogar du, weil die Frage kennt ihr noch nicht. Ja, ihr vertretet mich als Oberbürgermeisterkandidaten der Piratenpartei mit den Themen, die Piratenpartei hat, was auch meine Themen sind, wo allerdings auch der Schwerpunkt liegt. Ich möchte, dass die Ortsbeiräte mehr Macht kriegen, dass das Ganze verteilt wird und nicht nur auf einer Person lastet. Ging eher um, wie bringt man dem Wähler das rüber, warum du gerade zu wählen bist, im Vergleich vielleicht zu anderen Wahlen oder anderen Kandidaten. Ja, warum bin ich wählbar? Erstens bin ich ein normaler Arbeiter. Ich weiß, wo es den Leuten an Schuh drückt. Ich stehe morgens nämlich auch auf. Bin kein Kapitalist, hänge in keiner Klischee drin, in keinem einzigen Verein, gar nichts. Ich bin einfach nur für die Leute. Das ist einfach Prinzip. Ich bin einer von euch, mehr nicht. Und das ist dann das, was auf den Infoständen zur Bürgermeisterwahl. Ja, einer von euch. Das wäre zum Beispiel ein guter Slogan, einer von euch, weil normalerweise ist hier immer so, Politiker sind, also das ist begründet, dass wenn du zur Bundeswehr gegangen bist, ist immer so ein Hoheitsgefühl bei den Deutschen und Politiker, die haben immer so ein Know-how und so einen Abstand und den möchte ich halt nicht haben. Ich bin einfach einer von denen und wenn sie mich wählen, wählen sie einer, das musst du dem Wähler klar machen, sie wählen einen von sich. Also von ihren Leuten praktisch, der mitten aus ihrer Mitte kommt und nicht irgendwo in der Lobby steht oder 5% des Kapitals beherrscht oder mit die Leute beherrscht. Und das ist das Problem, was du auch in der Politik einfach durchbrechen musst. Hast du es verstanden? Ich bin einer von euch. Ich nehme dich liebevoll im Arm und ich schubse dich nicht weg, auch wenn du gegen mich bist. Weil eine Gegenmeinung braucht jeder immer, weil daraus wachsen gute Ideen und daraus wächst auch Demokratie. Ne? Ja, ist vielleicht auch weniger an dich, sondern es war eher die Frage vorher, wie soll der einfache Pirat im Infostand das vertreten? Ja, wie soll er für den Kandidaten werben, wobei wir selber wissen, eine reale Chance haben wir nicht. Einfach dran glauben. Das ist das, was wir den Leuten einfach dran glauben. Nein, nicht ich muss dran glauben, der Wähler. Und den Wähler muss ich überzeugen. Und ich habe momentan, ich wüsste kaum wie. Ich meine, die Argumente, was du für ein Mensch bist, das kann ich bringen, das ist gar keine Frage. Da weiß ich auch, was ich erzähle. Nur wie überzeuge ich die Leute von der Geschichte? Eigentlich überzeugst du die ja eigentlich nur mit praktisch schon im Parteiprogramm. Du sagst den Leuten ja ganz einfach, wir wollen euch das komplette Spektrum. Wenn ihr uns wählt, habt ihr auch die Möglichkeit, über uns im OB im Rathaus richtig Einfluss zu gewinnen, nämlich ein offenes, gläsernes Rathaus zu schaffen. Das geht nicht nur um meine Person. Lass jetzt mal meine Person vor. Kann hier jetzt jemand anderer werden oder sonst jemand. Ne? Es geht nicht um die Person, es geht um die Sache. Die ist wichtig. Die Sache. Ich vertrete die Sache nur, damit die Leute einen Spiegel haben. Wenn du in den Spiegel guckst und siehst kein Spiegelbild, weißt du auch nicht, was du sagen sollst. Siehst du aber etwas, sagst du, ja, das gefällt mir, der bringt das gut rüber, der ist mir sympathisch, er kommt von uns, etc., etc. Das ist so. Ne? Noch eine Ergänzung dazu? Also ich denke, das ist weit genug gefächert. Okay, dann greifen. Also ich denke, die ganz wichtigen Punkte, einen davon habe ich vorhin schon angesprochen, ist das, dass man den Leuten nein, wirklich... Nein, stopp, halt. Es gibt Fragen an den Kandidaten. Ja, nein, es ging jetzt ja um die Antwort auf seine Frage. Wie kann man den Kandidaten in der Öffentlichkeit stoppen? Nein, Frage an den Kandidaten. Hat jemand noch eine Frage an mich? Persönlich? Der Jörg Peter kommt als ich glaube, ich habe keine Frage an Olaf, sondern es war eher eine Beantwortung von seiner Frage. Ist doch ganz zurück. Ja. Bleib mal jetzt erstmal bei meiner Person. Halt, stopp. Wir wollen erstmal Kassetten wechseln, machen wir das drauf haben. Ich wollte dich fragen, einmal was. Kleiner Baustein, auf dem er aufbaut. Wenn man da nicht anfängt, wird das immer weiter ausschlagen. Und das ist für mich, viele Leute verdienen mit dieser Sache sehr, sehr, sehr viel Geld. Und die anderen gucken praktisch in die Röhre. Und für mich ist auch das Internet, ich gucke ja auch im Internet, ich bin halt kein Profi, nur wie ihr, das
habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber ich möchte doch meine Freiheit haben. Ich möchte nicht überwacht werden im Internet. Ich möchte mein Persönlichkeitsfeld wahren, was ich immer sage. Ihr könnt alles mit mir machen, aber dieser 1 Meter ist mein persönliches Feld und den behalte ich für mich. Ja? Deswegen sage ich immer gläserne Politik und ich als Mensch habe auch mein Privatleben. Und was im Internet, dass man Kinder verklagt oder so, man macht es ihnen zugänglich. Und ich könnte jetzt drauf sagen, mein Sohn geht auch da dran, zieht sich was runter und ich als Eltern muss haften. Wo hört es auf, wo hört es nicht auf? Dann darf man es nicht reinstellen. Das ist so meine klipp und klare Meinung darüber. Ja, und das ist für mich, da fängt es ja eigentlich an und das zieht sich dann bis ganz hoch in die Industrie, in den Lobbyismus. Und es geht eigentlich nur ums Geld und gar nicht mehr um den Menschen. Und das sollte man auch durchbrechen, das System, dass der Mensch im Vordergrund wieder steht. Darf ich noch eine Frage anschließen? Ja, natürlich. Also, die eine trifft jetzt erst die andere. Ich stelle mich hin wieder an. Wie stehst du denn zum Grundeinkommen? Für mich muss es ein Grundeinkommen geben. Denn wenn ich arbeiten gehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, muss ich meine Familie ernähren können. Und das war ein Thema auch für die Bundestagswahl. Ich habe aber gesagt, ein Grundeinkommen muss auch an der Mindestrente angelegt sein. Ich kann nicht sagen, du brauchst 1200 Euro zum Leben. Was ist, wenn ich 64 bin? Schickt das Geld dann auch noch für meine Rente? Das ist für mich, gehört eigentlich für mich zusammen. Und ich bin auch gegen eine Rente mit 70 weil, oder 64, 65, weil das wird einfach zu lang. In gewissen Berufen ist das gar nicht mehr umsetzbar. Aber das ist jetzt zum Beispiel Bundespolitik. Und da könntest du auf meiner Internetseite gucken, da ist das sehr erklärend auch geschrieben. Weil wer will denn die ganzen Leute mal ernähren in 20, 30 Jahren? Das ist eine totale Fehlpolitik, die in Deutschland läuft. Wir werden immer mehr in die Armut bleiben. Und wenn ich nur 1000 Euro habe zum Ausgeben, dann gebe ich diese 1000 Euro aus. Aber ich kann mir nichts mehr leisten, ich kann die Industrie nicht mehr ankurbeln. Eine Kuh, die ich melken will, schlachte ich nicht und sie schlachten uns momentan. Und das steht fest. Die andere Frage wäre, ob du früher in irgendwie anderen Parteien engagiert warst. Oder irgendwie. Nein, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zweimal in meinem Leben gewählt. Einmal, wo ich 18 geworden bin, fand ich das cool, und einmal mich selbst. Weil ich war auch normaler Bürger, bis jeder gesagt hat, man kann nichts tun. Ich habe gesagt, ich beweise es. Und hier in Kassel will ich diesen Beweis auch antreten. Ja, ganz Florian. Du hattest eben zum Grundeinkommen gesagt, da gibt es ja mehrere Varianten mit dem Hauptunterscheidungsmerkmal, wie die Refinanzierung davon aussehen soll. Was ist da deine Idee? Also, da gibt es ja mehrere Arten, Mehrwertsteuer erhöhen, das Ganze Ja, das Problem ist jetzt, nein, das brauchst du gar nicht zu finanzieren. Das ist schon mal wieder der total falsche Gedanke. Wir in Deutschland, jetzt machen wir mal Bundespolitik. Deutschland läuft hinter dem Schatten der Vereinigten Staaten hinterher. Und wir sollten mal ein bisschen rausdrehen, weil wir kriegen amerikanische Verhältnisse und amerikanische Systeme hier in das Land. Das Problem ist, wie willst du das finanzieren? Jan hätte einen guten Vorschlag, hebt die Löhne einfach an. Weil die Industrie verkraftet das, wo Milliarden an Aktien erzielt werden. Da ist das Geld da. Wenn du den Leuten mehr Geld in die Kippe gibst, dann kaufen die auch wieder. Du kannst das Ganze anspringen. Weil in Deutschland ist das ganz einfache Problem, wir haben zu viel Kapital auf zu kleinen Raum konzentriert, bei zu wenig Leuten. Die verdienen richtig Geld und unten, die Arbeit machen, weil Arbeit wird immer weniger wert, die kriegen nichts mehr. Also kaufen sie nichts mehr, es ist ein Totlaufsystem. Das ist nicht das ist eine politische Arbeit, aber nicht dadurch, dass ich die Steuer erhebe, sondern dass ich da sage, dass ich das Unternehmerprinzip wirklich wieder einführe. Ich tue etwas, damit es mir als Unternehmer, aber auch meinen Leuten gut geht. Und das ist in Deutschland nicht mehr gegeben. Da zählt nur noch das Geld. Da gab es ein Missverständnis, und zwar vielleicht schon bei der ersten Frage zum Grundeinkommen. Ich glaube, du hast es missverstanden, es geht nicht darum, minimale Stundenhöhe oder so, sondern um halt ein allgemeines oder beziehungsweise bedingungsloses Grundeinkommen, dass halt Leute, die nicht arbeiten gehen, halt kein Hartz IV mehr kriegen. Du meinst Bürgergeld, dafür bin ich auch. Aber ich sag ja, ich habe ja damals, das habe ich auch mit dem Doms, habe ich mich unterhalten, von den Linken her, weil die gesagt haben, wir sind gegen Hartz IV. Und da habe ich zu denen gesagt, ja gut, ist toll, was habt ihr als Alternative? Ja, nichts. Die sind einfach nur dagegen, das ist Schwachsinn. Also muss, ja, es ist manchmal. Und da habe ich damals den Vorschlag gemacht, der ist auch teilweise angenommen worden. Ich habe gesagt, gut, ich finde es menschenentwürdigend, dass Anträge beim Vermieter vorgelegt werden müssen. Viele rutschen unverschuldet in die Lage rein und schämen sich. Solche Leute gibt es wirklich, die gehen morgens aus dem Haus, damit die Leute Nachbarn denken, die gehen arbeiten. Man sollte auch mal die Psyche des Menschen, dass die Kondos durchleuchtet werden, dass
eine Mutter, deren Kind 15 Jahre ist, diesen Antrag mit zu, und das Kind, das diesen Antrag mit zu unterschreiben hat, das ist für mich eine absolute Frechheit. Habe ich gesagt, nehmt es raus, gib dem Ding einen anderen Namen und denkt mal in Ruhe drüber nach, was können wir finanzieren in Deutschland, was ist zumutbar für den Bürger. Na, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin da und dafür, es muss auch, das wird so zu einfach, es muss auch durchführbar sein. Verstehst du? Ich kann nicht sagen, auch wenn ich hier Kandidat bin, ach, das gefällt dir nicht, dafür bin ich auch. Ach, das gefällt dir nicht, dafür bin ich auch. Nein, nein, das ist dann keine Politik. Du musst wirklich, was die Mehrheit will und was das Beste ist, weil das heißt ganz einfach, es ist ein ganz einfaches Wort, es heißt Volksdiener. Ich diene dem Wohl des Volkes, ich diene, ich bestimme nicht. Das ist der Unterschied zwischen mir und anderen Politikern, falls ich überhaupt einer bin, davon abgesehen. Ne? Okay, dann habe ich jetzt noch den Kai auf der Liste drauf hin. Ich würde gerne die Rednerliste schließen. Wer möchte noch drauf? Dann schließe ich die Rednerliste. Du hattest eben gerade gesagt, was das Grundeinkommen angeht, dass du die Mindestrente da siehst, dass da noch ein gewisser Punkt gegeben sein muss, wenn wir dieses Grundeinkommen in der Form, wie es ja angedacht ist in der BGB, ansetzen, dann kann ja im Endeffekt auch die Mindestrente als solche eigentlich noch fallen, weil sie ist ja dann nicht das Grundeinkommen sowieso gesichert. Ja, aber das Problem ist ganz einfach, wenn ich arbeiten gehe, ich gehe ja, teilweise ist es in Deutschland wirklich nur, ich kenne Leute, die gehen nur arbeiten, weil sie noch stolz sind. Die werden aufgestockt vom Staat. Und ich sage, wer arbeiten gehen muss, das muss alles auf diesem System ausgelegt werden. Wenn ich arbeiten gehe, jeden Tag 16 Stunden oder 12, 13 hier wie im Paketdienst, die Leute unterwegs sind, dann sollen die davon leben können. Und nicht, dass der Staat noch was draufsetzt und die Unternehmer sagen, die dicken Kassen kriegen. Wollen wir es mal wirklich so sagen, wie es ist. Ne? Und das ist, sagt ganz einfach, wenn ich davon leben kann, muss ich auch, weil irgendeiner muss ja auch in den Sozialtopf einbezahlen, muss so viel hängen bleiben, dass auch eine gute Rente hinten bei rauskommt. Weil wenn ich die 40 Jahre malort habe, dann will ich im Alter nicht gerne aufs Sozialamt gehen, sag mal so, wie es ist. Ne? Sondern dann habe ich auch meinen Stolz, ich habe 40 Jahre gearbeitet, ich habe meine Kinder großgezogen und kriege hier von der Regierung nur noch einen Arsch mit hinten als Dankeschön. Ich verbrauche es mit. Und der zweite Punkt, den ich dabei an dich stellen möchte, ist einfach, wie du gesagt hast, du möchtest das klassische Unternehmertum stärken, das finde ich zwar im Grundsatz sehr, sehr gut, aber ich frage mich gerade in der heutigen extrem finanzlastigen Welt, wie du das umsetzen möchtest, wenn nicht über einen BGE und eine Erhöhung der Steuern, dass du von den Grünen im Endeffekt von den finanzstarken Gruppierungen abziehen kannst und auch umverteilen kannst. Das kann man ja machen. Ich habe dir ja gesagt, zu wenig Leute verdienen zu viel Geld hier und das Geld wird über die Aktionäre ausgesteuert. Wenn ich gucke das Modell der Deutschen Bank an, wir hatten ja den Börsengang gehabt, aber das ist jetzt Bundespolitik. So, jetzt sagt die Deutsche Bank, die sagt das aber leise, wir wollen 30% Rendite im Privatgeschäft erzielen. Ja, wo kommen denn bitte die 30% her? Irgendeiner muss die ja arbeiten. Das heißt, im Endeffekt, wenn du arbeiten gehst, ist dein Arbeitslohn 30% weniger wert. Im Endeffekt. Weil da wird nichts hergestellt, da wird nur spekuliert und irgendeiner muss das Geld ja rangeschafft haben mit körperlicher Arbeit. Und das ist das ganze Problem. Das ganze System hat eine Schieflage. Es ist nur aufs Kapital ausgerichtet. Und das wird im Endeffekt uns in 30 oder 40 Jahren auch hier in Deutschland das Genick brechen. Jetzt nicht. Wir können vielleicht noch 10, 15 Jahre so weiterwursteln, aber im Endeffekt wird es uns Genick brechen. Ich habe eine Frage noch. Und in der auf Bundesebene tendiert die Piratenpartei auch mittlerweile zu einem BGE. Und die Frage kann jetzt halt auch an den Kandidaten gestellt werden, wie steht er denn zu einem Piratenthema Grundeinkommen? Deswegen fand ich das ganz interessant, die Frage zu stellen, aber die Ausdehnung des Themas wird vielleicht ein bisschen gehen, wenn man noch. Aber dadurch, um ihn mal in Schutz zu nehmen, kann man dann vielleicht auch sehen, wie er immer dann auch Fragen, unvorbereitete Fragen auf die Gruppe beantwortet, weil das würde auf der Straße halt auch passieren. Vom Herzen her. Ja, so, dann sind wir ja fertig mit der Rednerliste. Ach so. Ja, sind wir? Ja, sind wir. Haben wir die schon beschlossen gehabt? Ja. Ja, gut. So, dann ist. Dann. Florian, bist du dran? Gute Frage. Wie muss er jetzt gewählt werden? Vom. In geheimer Wahl. In geheimer Wahl. Vom Parteitag. Vom Parteitag. Wer darf fehlen? Alles Florian. Als Wahlleiter verkünde ich das Ergebnis: 14 dafür stimmen, 3 Enthaltungen und. Keine Dagegenstimme und damit haben wir unseren Oberbürgermeister-Kandidaten. Nimmst du die Wahl an? Ja.